Auf der IAA 2018 haben wir bereits das Thema Reifendruckkontrollsystem kurz angesprochen. Ich bin Henrik Schniederbuhns und erkläre euch jetzt noch einmal intensiv das Thema Smart Tire Monitoring. Das Krone eigens entwickelte Reifendruckkontrollsystem übermittelt den Reifendruck und die Reifentemperatur ins Krone Telematics Portal als auch ins Fahrerhaus. Dies funktioniert über einen Sensor, der innerhalb der Felge angebracht ist. Dieser Sensor befindet sich direkt am Ventil. Das hat den Vorteil, dass die Werkstatt immer genau weiß, wo sich der Sensor befindet. Im Falle eines Reifenwechsels können dadurch Beschädigungen vermieden werden. Die Daten werden an das Steuergerät übermittelt und dann an die Telematikeinheit übertragen. Diese Daten können im Krone Telematics Portal als auch in der Krone Telematics App angezeigt werden. Ein großer Vorteil ist die Alarmfunktion im Krone Telematics Portal. Der Fahrer bzw. der Disponent hat wahlweise die Möglichkeit, per SMS oder per E-Mail eine Benachrichtigung zu bekommen, beispielsweise, wenn der Reifendruck verliert. Das Krone Smart Tire Monitoring ist ab April 2019 im Markt für gewisse Fahrzeugvarianten erhältlich.